Na komm her. Oh! Das geht nur in. Ne, es geht auch hier. Warum hat der mich jetzt nochmal getroffen, der. Och Mann. Arschi. So. Egal. Wo war denn diese eine Röhre? Da ist die Röhre. Aber hatten wir nicht gerade nochmal eine andere gesehen? Ich dachte nämlich zuerst, dass die hier auch nur ein Rückweg ist. Was? Und was jetzt? Hm? Und nu? What the fuck? Ist das hier Glücks... Okay, das war wohl verkehrt. Oh, wow. Also war links schon mal richtig. Dann war Mitte falsch, dann nehmen wir rechts. Genau, und dann? Komm, nehmen wir einfach mal die goldene Mitte. War jetzt zu einfach. Ja, war auch verkehrt. Oh, auch gar nicht nervig, so eine Aufgabe, ne? Uff. Da gibt es irgendeinen Hinweis. Es gibt halt auch keinen Hinweis, ne, welche Röhre jetzt die richtige ist. War auch falsch. Oh, wow. Dann nehmen wir mal hier vorne rechts. Oh, juch, ey. Fehlt noch hinten rechts und vorne links. Geht doch. Eieiei. Na schön. An den seltsamen Röhren vorbei. Ja, die waren in der Tat seltsam. Okay. Jetzt nochmal kurz zu der Vogelscheuche. Und. Huch, was bist denn du? Okay. Wobei könnte er uns denn behilflich sein? Hm. Komisch, komisch, komisch. Hier ist das Turnier. Und da war noch der andere Ort, wo man genau den Samen einpflanzen konnte. Oh. Man sollte auch treffen. So. Und da oben ist noch... Ah, da oben ist noch so eine Plattform. Ha. So. Und jetzt, wo ist diese doofe Plattform? Weiß nicht, aber hier ist noch die versteckte Röhre, die ich vorhin meinte. Die war gar nicht an der Wand, die war an, in einem Baum, okay. Ah, das ist jetzt bestimmt... Okay. Das ist aber bestimmt das eine X, der eine Mond, den wir vorhin nicht gefunden hatten, wo ich dachte, der ist im Baum, hm? Nein, das X ist immer noch nicht weg. Okay. Hätte ich mir jetzt echt gut vorstellen können. Scheiße. So. Aber ich verzweifle jetzt gerade.
Ich verzweifle jetzt gerade so ein bisschen auch an dieser Vogelscheuche hier, ne? Wo war sie jetzt nochmal? Hier. Ich habe halt keine Ahnung, wo das sein soll hier unten. In der Nähe von der Ranke. Ach da! Ach da! Okay, also merken. Eigentlich nur da rechts hoch. Komm schon. Schneller. Schneller. Nein. Okay. Okay. Jetzt haben wir ihn. Nice. Okay, den haben wir. Perfekt. Schimmer im Herzen des Waldes. Nice. Jetzt müssten wir nochmal als Abenteurer hier wieder zurückkommen, ne? Ach, von hier unten können wir uns nicht porten. Verstehe. Dann müssen wir einmal eine Ranke hochklettern. Dann gehen wir nochmal als Abenteurer hier runter. Und dann würde ich sagen... Oder könnte ich mir vorstellen, haben wir hier unten alles gefunden. Aber wofür war dann... Doch, stimmt. Der Dino war dafür... Wir haben eher diese eine Kiste da kaputt gemacht. Oder diese einen Steine da kaputt gemacht. Da drunter war ein Mond versteckt, ne? Kann sein. Kann sein, dass das der einzige Grund für den Dino ist. Kann aber auch sein, dass da noch irgendwas ist, was wir jetzt übersehen haben. Und das Scheiße, das X ist hier einfach immer noch. Das X ist da einfach immer noch. Naja, vielleicht finden wir das ja mit im Laufe des Runs durch das Forstland. Vielleicht kriegen wir das dann noch automatisch raus. Da wir alle Münzen gesammelt haben, kaufen wir uns auch mal direkt alles. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mond irgendwas mit dem Amiibo zu tun hat. Das wäre ein bisschen... Also, das hätte schon ein bisschen Geschmäckle, ne? Dann lass uns noch einmal kurz runter durch die Tür. Die Tür einmal versuchen. Und dann müssen wir uns nochmal um die Musiknote kümmern. Und dann müssen wir uns auch nochmal um die Musiknote kümmern. Die auch alles andere als einfach ist. Von dir bekommt man auch nur einen Samen. Wo war er denn jetzt, der mit dem Abenteuer? Auch wofür das Vieh hier sein soll. Einfach nur, um uns Münzen zu geben? Du gibst auch wieder nur einen Samen. Hm.
Ach Mist, wo war er denn jetzt? Hier war er, okay. So. Dann schauen wir nochmal, was uns hier erwartet. Huch! Einfach nur ein. Okay. Ich hätte jetzt schon wieder irgendwie an so einen Bonusraum gedacht, wo man noch irgendwas machen muss. Okay, cool. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, haben wir hier unten schon alles. Das heißt, wir gehen nach oben. Versuchen jetzt aber auf jeden Fall nochmal. Na, die Musiknote mit den. Genau. Okay. Das ist einfach nur ein Rückweg, alles klar. Huch. Hier muss man auch irgendwie hochkommen. Wartet mal. Nein! Ah, stopp! Oh. Okay. Soweit, so gut. Oh, das könnte auch assi werden, hier hochzukommen, ey. Nein! Okay. Stopp! Wow, war das knapp. Okay. Okay. Na, komm schon. Mario, warum hältst du dich da nicht fest? Was ist denn mit dir? Scheiße! Nein, ich hab mich verdrückt! Kacke! Scheiße, die Wand an, ey. Okay. Okay. Nein, warum? Warum macht er das denn nicht? Mario! Hä? Warum macht er das denn jetzt nicht mehr? Das hat doch... Was? Warum? Aha. Lol. Okay. Yay! Yeah. Hat sich aber gelohnt. So. Jetzt machen wir das aber mit der Musiknote. Ah! Nicht nochmal runterfallen. Okay. Das könnte auch ein bisschen schwierig werden. Nein! Du solltest doch nicht springen, auch scheiße. Ist jetzt schon wieder verkackt, oder? Nein. Ah, ich mache nur Scheiße. Ach, Kacke, wie macht man das denn am besten? Oder wir sollten vielleicht... Ja. Wir sollten bis hierhin nur normal laufen und springen und dann ab hier das mit dem Rollen machen. Ich glaube, ansonsten hat das keinen Zweck. Mal schauen. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Weil man hier auch schon eigentlich ganz gut runterrollen könnte, ne? Ich habe aber Probleme, vom Rollen in das normale Laufen wieder überzugehen. Und dann mache ich immer irgendwelche Faxen dabei. Wir probieren es erstmal so aus, wie ich gerade gesagt habe. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vermutlich nicht. Nein! Ah, scheiße. So natürlich nicht. Oha. Oha. Das könnte mir noch einige Nerven rauben hier.
Ach man, warum springt er denn da links runter? Versuchen wir nochmal. Oh man, ey. Wenn irgendjemand von euch einen Tipp hat, dass das, wenn das auch anders geht, ohne dem Rollen oder irgendwie, keine Ahnung, gerne Bescheid sagen. Okay. Scheiße. Der sollte nicht den dreifachen Sprung machen. Ach, fuck, ey. Aber egal, dann üben wir das jetzt mal mit dem... Ja, das könnte halt klappen dann, ne? Aber es ist gar nicht so einfach. Ist auch mal überlegen, aber keine Ahnung. Also die 100% in dem Spiel, die sind schon echt nervenaufreibend, oder? So, nochmal. So, und jetzt einfach nur ganz normal rollen. Nein, rollen, Mario! Hat ihm den letzten Nerv geraubt, hat er letztens einer hier im Chat gesagt, ja. Ja, ich bin echt am Überlegen, das mit 100% auch aufzugeben. Das ist mir, glaube ich, zu frustrierend. Schafft man das vielleicht auch ohne dem Rollen, nur mit dem Long Jump? Nee, dann überspringt man die, okay. Wow, wow, wow. Ich habe schon alleine mit solchen Aufgaben hier mega die Probleme, ey. Uff. Also ich würde dann sagen, ab dem nächsten Stream machen wir auf jeden Fall aber noch die stockfinstere Seite des Mondes. Und dann machen wir erstmal Mario Odyssey nicht mehr als Hauptprojekt. Scheiße. Nicht mehr als Hauptprojekt, sondern irgendwas anderes und machen so ab und zu, wenn ich mal ein bisschen Bock habe oder was. Oder wenn wir mal noch ein, zwei Stündchen über haben. Irgendwie. Warum lenkt ihr denn nicht nach links? Oh. Wenn ich ja mal irgendwann mal so ein, zwei Stunden noch Luft hab, was auch immer, dass ich dann mal Super Mario Odyssey anschmeiße und mal ein paar Monde noch sammle, aber. Ich glaube so. Grundsätzlich hat sich dann ab dem nächsten Stream, wenn wir die stockfinstere Seite des Mondes durch haben, hat sich dann grundsätzlich so Mario Odyssey erstmal für mich erledigt. Damit ich es auch einfach noch gut und spaßig in Erinnerung behalte. Ich merke ja jetzt schon, und ich habe ja auch keine Geduld, ich merke ja jetzt schon, wie mich das hier frustet. Also... Nein... Nee, ich lasse es erstmal. Ich mache erstmal was anderes. Also. Habe ich jetzt keinen Nerv zu. So. Da befindet sich noch ein Mond. Ups. Nein. Haben wir ihn. So. Hoch oben in der Höhle. Der Mond wird wahrscheinlich auch oberhalb sein.
So, laufen, was machen wir denn zuerst? Das Cooper Freerunning, komm, machen wir das mal als erstes, damit der Scheiß auch schon mal weg ist. Oh ja, ja, ja. Bin dabei. Gute Einstellung. La 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 la. Da hinten. Da hinten? Okay. Nein, schon verdrückt. Aber ich weiß gar nicht, ob das... Okay, doch. Das wäre wahrscheinlich schon wieder schneller. Okay. Das aber nicht. Hm? Das kann doch nicht. Ich brauch diese Dinger dafür. Okay. Okay. So. So, dann nehmen wir den doch mal direkt mit hier. So. Beeilung. Beeilung! Nicht so langsam! So, kann man auch sprinten mit denen? Ne, kann man nicht, scheiße. So. Oh shit, ey. Das schaffen wir nicht mal das normale Rennen jetzt hier. Gibt es da eine einfachere Route? Hm, muss es ja. Muss es ja. Aber die Frage ist, wo? Ich glaube, hier erstmal links runter zu springen ist schon mal ganz richtig. Nein, nicht den Kopf stoßen. Nein. Ich glaube, das ist auch schneller. Ich glaube, wir sollten auch nicht laufen, sondern immer diesen hier machen. Das ist, glaube ich, auch schneller. Ja, jetzt sind wir schon viel schneller als davor. Okay. Ganze 5 Sekunden schneller als davor gewesen. Und wenn das jetzt schon reichen würde für das Expertenrennen, dann wäre ich ja schon wieder zufrieden. Ne? Probieren wir's. Bididim bim, bidim bim. Ich muss nur da, wo die Plattformen sich von so nach oben und unten verschieben, da muss ich nur noch besser durchkommen. Da habe ich noch nicht das Optimale gefunden. Hier, das meine ich.
Wenn das hier überhaupt der richtige Weg ist. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo der Goldene hin ist. Läuft der vielleicht eine ganz andere Route? Nein, schneller. 2. Tatsächlich, der ist schon da. What? Okay. Da muss ich einmal schauen, wo er denn langläuft. Huch. What the fuck? Okay, hier war er noch hinter uns. Und jetzt? Ach, lol. Ah, okay. Ja, krass. Ja, gut, das muss man halt auch erstmal wissen, ne? Nein! Nein, warum macht das denn nicht? Okay. Hallo Dean, aber im Chat bitte nur Deutsch, keine andere, oder Englisch, aber keine andere Sprache. Ich glaube, das ist Holländisch, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nämlich nicht, was du da geschrieben hast, deswegen sollte das eigentlich ein Mod mal rauslöschen. Keine Ahnung, ob du dich da lustig über mich machst oder was auch immer, deswegen bitte nur Deutsch oder Englisch. Okay, easy. Boah, wir haben 50 Sekunden gebraucht und jetzt 33 Sekunden, ne? Uff. Okay, nice. Mit dem Team. Aber schön, dass du da bist. So. Den Mund hier hatten wir schon, oder? Ja, den hatten wir schon. Was hängt auf der Wäscheleine? Was? Wie, was hängt auf der Wäscheleine? Nein, du sollst dich da... Nochmal. Sag Google Übersetzer, okay. Haben wir. Schön. Tic-Tac-Turnier 2. War holländisch ist das, oder? Oder was ist das für eine Sprache? Hey, dann nehmen wir mal die Röhre hier direkt wieder mit. Hollander. Ja, Hollander. Hollander. Hallo, Hollander. Huch, was passiert denn hier? Oh, nö. Oh, nö. Müssen wir... Ja, moin. Komm, 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 lauf. Ach du Scheiße, nee. Nicht runterfallen.
Google-Übersetzer. Nein, 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 nein! Glück gehabt. Puh, das ging schon mal gut. War zwar sehr, sehr knapp, aber das ging schon mal gut. Aber hier sollen sich zwei Monde befinden. Da oben. Wie kommt man da hin? Already understand. Okay. Ah. Ach so, das geht auch noch auf Zeit. Okay. Okay. Mal gucken, ob wir es vielleicht trotzdem noch schaffen. Wow! Nein! Das Schäfchen ist drüben gelandet, aber wir sind in den Tod gefallen. Hat es das gespeichert? Tatsächlich, na nice. Perfekt, nehme ich mit. Cool. Sehr schön. Na, nix wie raus hier. So.